Die US-Amerikanerin Kate Courtney gewinnt das Rennen in Savonin. Nach ihrer Verletzungspause gewann sie ihr erstes Rennen vor Alessandra Keller und der Ukrainerin Jana Belorina. Definitely, I've been home for 5 weeks. I had a little broken arm after Nova Mesto, so it took a few weeks to heal and train quite hard. And also back on the brand new bike, so it felt really good to get the new Scott Spark out and take a victory on it. I think I'm the first on the team. First win for this bike. Ja, doch, ich denke, es war eine gute Leistung. Ich habe noch mal genug trainiert diese Woche. Und ja, es ist, ich bin immer so die 12 bis 20 Sekunden hinter ihnen gewesen. Und habe es dann nicht mehr ganz geschafft fürs Führen, aber ich bin zufrieden mit dem zweiten Rang von dem her. Lars Forster heisst der Sieger vom Profix Swiss Bike Cup in Savonin. Der Routinier gewann vor den beiden weiteren Schweizern, Vital Albin und André Frischknecht. Fühlt sich gut an. Heute bin ich nicht ganz so frisch gewesen. Am Start musste ich gerade ein bisschen leiden, dass ich nicht gerade ein grosses Loch bekomme. Aber nachher dann konnte ich es gut wieder zufahren und dann in der Spitzengruppe mitfahren können. Ja. Ja, mein Ziel war eigentlich schon gewesen, zum Gewinnen heute, aber dann habe ich gesehen, dass der Lars am Start ist und habe schon gewusst, ja, es wird schwierig, das Rennen zu gewinnen, aber ich habe es natürlich versucht und ich glaube, in der zweitletzten Runde hätte er dann können gehen und hätte eine kleine Lücke mal aufgetan. Ja, und die habe ich nicht mehr können schliessen bis zum Schluss, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz heute in Savonin.